Ja, das Thema Gold ist auch sehr, sehr wichtig für dein Portfolio gegebenenfalls. Und 7 Gründe in Gold zu investieren, da haben wir einen sehr, sehr ausführlichen Artikel auch zu veröffentlicht in unserem Blog. Ja. Und welche 7 Gründe gibt es denn jetzt eigentlich letztendlich, um in Gold zu investieren? Der erste Grund ist, dass Gold wirklich echtes Geld ist. Ja. Also eigentlich ist, es gibt verschiedene Kriterien, die Geld erfüllen müssen. Und Gold erfüllt alle Kriterien. Ja. Also Gold ist eigentlich das beste Geld, welches die Menschheit bis jetzt die letzten 5000 Jahre oder länger gesehen hat. Ja. Es war halt, hat auch immer einen Gegenwert gehabt. Und das zweitbeste Geld könnte man vielleicht, wenn man daran glaubt, könnte man sagen, ist Bitcoin. Aber Gold ist einfach mal Geld. Ja. Und das ist mal wichtig und es hat halt bis heute ja, einen Wert immer noch. Ja. Dann ist halt Gold auch ein sehr, sehr seltener Sachwert. Ja. Natürlich ist Gold nicht so selten wie andere Sachwerte gegebenenfalls, aber generell ist ja, ist ein Sachwert, der selten ist. Ja, und es ist nicht so einfach, eine neue Goldmine zu eröffnen und Gold zu finden, Gold zu produzieren. Da ist es wesentlich einfacher, einfach neue Euros zu drucken oder Dollar. Ja, Gold kann man nicht einfach mal eben so drucken und das ist natürlich dann halt auch eben eine Begrenzung der Menge letztendlich, die da ist an Gold. Es ist, wird auch nicht davon ausgegangen, dass es halt irgendwie riesengroße neue Lagerstätten von heute auf morgen gefunden werden. Das kann natürlich passieren, ja. Aber jetzt, letztendlich ist dieser Sachwert halt begrenzt und deswegen ist Gold halt eben auch dementsprechend wertvoll und behält halt langfristig seinen Wert. Ja, dann ist natürlich so, dass Gold deine Kaufkraft schützt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das stimmt aber nicht. Andere sagen, ja, das stimmt schon. Kommt natürlich immer darauf an, wie man es betrachtet. Aber wenn man langfristig tausende Jahre jetzt zurückblickt, hatte Gold immer einen Gegenwert. Und du hast auch immer, wenn man sehr, sehr weit zurückblickt, dann gibt es auch ein sehr, sehr cooles Video von Mike Maloney, der da so Beispiele gemacht hat, was man damals für eine Unze Gold im Römerreich bekommen hat und was man heute bekommt. Dann waren das eigentlich fast dieselben Werte wie heute, ja. Also Gold schützt generell die Kaufkraft und schützt sich vor der Inflation. Das ist mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, den du halt einfach hier, der für Gold spricht, einfach Gold mit ins Portfolio aufzunehmen. Dann ist halt Gold auch eine relativ risikoarme Anlage, ja, und die sehr, sehr einfach zu verstehen ist. Bei Gold musst du nicht irgendwelche Finanzpapiere verstehen oder sowas. Gold hast du deine Goldunze zum Beispiel, die hast du zu Hause physisch rumliegen. Und das war's. Also da musst du wenig, wenig verstehen bei diesem ganzen Thema. Ja, es ist nicht komplex. Ja, es ist kein komplexes Finanzprodukt. Und es ist halt eben, weil es so eine lange Historie hat, ist es halt auch relativ risikoarm und hat halt nicht so die super krasse Volatilität wie andere Werte zum Beispiel. Dann, was auch viele gar nicht beachten, was aber auch sehr, sehr spannend ist, du kannst mit Gold dir teilweise eine steuerfreie Rente aufbauen. Kommt natürlich darauf an, wo du letztendlich lebst. Aber in Deutschland ist es so, dass wenn du physisches Gold, ja, also Anlagegold, über ein Jahr lang hältst, dass dann quasi die Erträge daraus, also wenn daraus quasi ein Mehrwert generiert wurde, also wenn der Kaufpreis, Verkaufspreis am Ende höher ist als der Einkaufspreis, diesen Gewinn, den du da letztendlich erwirtschaftet hast, dann, sag ich mal, du hast bei 2000 Euro eine Unze gekauft und du verkaufst die nach ein paar Jahren für 2500 Euro, dann hast du ja 500 Euro Gewinn gemacht. Dieser Wertzuwachs letztendlich wird dann nicht besteuert. Und so kann man sich rein theoretisch auch langfristig eine Goldrente aufbauen. Man kann Gold ansparen und sich dann im hohen Alter einfach monatlich dann gegebenenfalls wieder Goldunzen veräußern und dann halt hoffentlich steuerfrei, wenn diese Regelung halt auch weiterhin so bestehen bleibt. Ja, also es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, über das man einfach mal nachdenken kann. Dann ist natürlich Gold ein Sachwert, der hochliquide ist. Ja, es ist relativ einfach, Gold wieder zu liquidieren, in Euros umzutauschen, in Dollar umzutauschen. Ja, es gibt sehr, sehr viel Liquidität in dem Markt und du kannst, findest eigentlich immer Optionen, Gold wieder zu veräußern. Und dann ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du halt eben auch Edelmetalle und Gold anonym selber verwalten kannst. Ja, das ist eigentlich einer mit der wichtigsten Punkte. Du kannst es halt eben immer noch mit Bargeld anonym kaufen, so gesehen, bis zu einer gewissen Grenze. In Deutschland ist die aktuell bei 2000 Euro. Das heißt, alles, was unter 2000 Euro ist, kannst du halt letztendlich noch anonym physische Edelmetalle kaufen, zum Beispiel Gold, und selber verwalten, bis deine Schmerzensgrenze quasi ja, erreicht ist. Wenn du sagst, okay, jetzt habe ich zu viel, das will ich nicht mehr selbst verwalten, dann kannst du natürlich auch dementsprechend zu professionellen Verwahranbietern gehen, Tresoranbietern, die das letztendlich für dich verwahren. Und wir arbeiten da zum Beispiel mit Silver Bullion zusammen in Singapur. Und ja. Also da kannst du dann einfach entscheiden, da gibt es dann verschiedene Länder, in deiner Heimat kannst du es verwahren lassen, in Liechtenstein, Schweiz, Singapur, in anderen Ländern. Einfach mal selbst informieren und da gibt es natürlich auch viele Optionen, letztendlich das Gold verwalten zu lassen.